Jetzt erstmal hier die Truhen. Was haben wir denn hier? Mithril. Was ist das? Keine Reaktion, okay. Müsste es zwei von geben, wie mir scheint. Aha. Aber warum? Ich kann auch da einfach rüberfliegen. Ich meine, man muss ja Captain Hook machen. Papiergummi. Man muss ja, beziehungsweise Peter Pan Stage muss man ja eh machen, um hier nach Hallo Bastion zu kommen. Deswegen leuchtet mir gerade nicht ein, was das Ganze soll. Kann man das Ding hier schieben oder was? Okay. Ja, nur wohin? Wohin will das Ding? Ich glaube mal hier die Strecke lang schieben. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Probier's einfach mal. Dazu müsste Sora nur mal Beast, komm mal da bitte weg. Vielen Dank. Okay, da schiebt er das. Aber von der Seite irgendwie nicht, ne? Klar, Beast, stell dich nochmal darauf, damit es noch extra schwierig wird. Ist das wirklich jetzt so dafür, damit man hier raufkommt und so? Ich raff gerade nicht, warum man auch die beiden Plattformen hier macht. Ich kann hier locker rüberfliegen. Verstehe ich nicht. Also Untergrundkanal, mal sehen, was hier ist. Eigentlich müssen wir jetzt zum Eingang da oben, aber... Alter, es ist dunkel hier. Mach mal auf! Tja, wir sehen, wir brauchen gar kein Keyblade mehr. Kein Schlüsselschwert. Wir haben das Biest. So, da haben wir noch einen Blitzgargummi. Ist sehr gut. Das heißt, es wird nachher ziemlich lustig an unserem Schiff. Rüber kann man hier nicht, ne? Ah, ich glaube, wir müssen hier nochmal später hin. Na gut. Jetzt gehen wir aber zum Eingang. Da, wo wir eigentlich ursprünglich hin müssen. Ich verstehe trotzdem nicht, warum man sich da so viele Dinge bauen kann. Hat man das Ability Gleiter da nicht noch nicht? Oder warum hat man das also hier mit reingemacht? Ist ja keine Reaktion. So, wie kommt man da oben rauf? Nö. Okay, klettert er nicht rauf, schade. Nee. Das wollte ich gerade nicht. Jetzt habe ich keine Magie mehr, toll. Beast! Hau rein! Do your thing! Ich tue so, als wenn ich Schaden mache. Sehr gut. Wir brauchen ja einen zweiten Pymorphen. Achso, es geht immer noch darum. Ja, wir können einfach in den Eingang rein. Ich dachte, wir müssen ja alle besiegen, aber nö.
So, und jetzt stellen wir Mariko zur Frage hier, was das soll. Warum klaut er einfach unser Eigentum? Hm? Was soll das? Close, I can feel it. Are you ready for them? Hell? Quit while you can. No, not without Kairi. The darkness will destroy you. You're wrong, Riku. The darkness may destroy my body, but it can't touch my heart. My heart will stay with my friends. It'll never die! Really? Well, we'll just see about that. Ah! Sora ain't gonna go anywhere. You'd betray your king? Not on your life. But I'm not gonna betray Sora either, 'cause he's become one of my best buddies after all we've been through together. See you later, Donald! Could you tell the king I'm really sorry? Hold on, Goofy! We'll tie them together! Well, you know, after one and what for all. I guess you're stuck with us, Sora. Thanks a lot, Donald, Goofy. How will you fight without a weapon? I know now I don't need the Keyblade. I've got a better weapon. My heart! Your heart? What good will that weak little thing do for you? Although my heart may be weak, it's not alone. It's grown with each new experience, and it's found a home with all the friends I've made. I've become part of their heart, just as they've become a part of mine. And if they think of me now and then, if they don't forget me, then our hearts will be one. I don't need a weapon. My friends are my power. Tja. Und somit hat sich damit mal wieder bewiesen, dass wir einfach immer sind. Sora ist einfach drauf, ne? Wie schon erwähnt, wir brauchen kein Schlüsselschwert. Wir haben unsere Freunde. Ja, was ist los, Riku, hm? Bisschen schwach auf der Brust, ne? Von wegen hier schwaches Herz. Kannst mal sehen. Bam. Tot ist er. Nein, leider noch nicht. Naja. So, your heart won this battle.
Und jetzt haben wir auch das weiße Trio-Tech gelernt. Beast ist zwar stark, aber ich lasse die anderen beiden mal drin. Die brauchen auch ein bisschen Training. Und, ja, jetzt könnten wir eigentlich so gesehen zurück und mit dem weißen Triotech die restlichen Welpen holen. Können aber auch hier erstmal weitermachen, weil um hier voranzukommen, ist ja in der Tür stehen schon drin, 4 Aushöhlungen sind zu sehen. So, das bedeutet also, wir brauchen 4 Stücke für Bruchstücke. Ich muss noch mal kurz überlegen, wie das war. Die haben nichts damit zu tun. War das mit den Truhen hier? Sack liegt schon bei mir ein bisschen länger her. Also zurück. Ist ein bisschen länger her, liegt zurück, das wollte ich sagen. Also hier taucht eins auf, das weiß ich noch. Als Truhen taucht hier was auf, das weiß ich noch. Und jetzt alle Vasen zerstört, war das so eine Voraussetzung? Ich bin mir da nicht mehr sicher. Okay, gehen wir erstmal weiter. In die Bibliothek. Wo hier ein Buch liegt. Welches wir hier gleich einsetzen können. Tschüss, lieber Shadow. So, wir können jetzt die Bibliothek hier aufräumen. Wir können aber auch hier so ein bisschen drehen. Dann haben wir hier eine Truhe. Zack, wo wir ein Elixier bekommen. Und in dieser Bibliothek kann man sich halt ein bisschen umschauen. Denn wie man sieht, hier zum Beispiel sind jetzt auch gelbe Bücher. Hier liegen ab und zu ein paar Bücher rum, die kann man hier mit einsammeln. Hier liegt gerade keins, dann gehen wir mal ins Obergeschoss. Hier werden orange Bücher benötigt. Hier drehen wir nochmal. Hier ist nämlich noch eine Kiste. Drehen wir halt nochmal. Das Ding will uns nur verunsichern. So, Mithril. Da ist ein grünes Buch drin, wie man sieht. Das ist da voll falsch. Jetzt gehen wir auch nochmal. Ben. Eine Mega Potion. Upsala. Zack. Das Buch nehmen wir natürlich auch mit. Hier sind auch noch ein paar Truhen, wie man sieht. Fupp. Ultima Gummi. Noch eins. Nein, da werde ich jetzt nicht runterfallen. Ich wollte hier drehen. Ich glaube, hier war auch ein Buch drin. Nee, doch nicht. Ich habe so das Gefühl, als wenn irgendwo ein Buch drin war. Ich weiß es aber nicht mehr so ganz sicher. Na komm schon. Ich weiß nicht, kann man das hier kriegen? Es kommt mir nicht so vor, es dreht sich halt immer wieder. Ne, jetzt ist es gleich hier nebenan. Genau. Doch, kann man kriegen, man muss bloß lang genug drehen. Das ist ja echt ätzend. Und ein Abilitamin? Den nehmen wir auch gleich. Auch wieder für Sora, AP gestiegen. Haben wir noch andere Sachen bekommen? Nee, ne? Nö. So, was ist das hier?
Weiß ich auch immer nie, warum die hier so tropfen, was das so auf sich hat. Ah naja, hier haben wir noch ein grünes Triotech. Wir dürfen jetzt soweit erstmal alle Triotechs gelernt haben. Da ist das gelbe Buch. Zack, nehmen wir natürlich dann auch mit. Ich werde erstmal die Bibliothek hier so vervollständigen, ne? So, schauen wir mal. Das gelbe Buch war ja hier. So, hier unten sieht man ja nur rote Bücher. Hier ist ein blaues zu viel. Aber dafür ein grünes, was da rein kann. Hier war doch richtig, Sora. Kannst du da ruhig wieder reinstecken. Ist schon korrekt. Hier fehlt bloß noch eins. Hier kommt das blaue rein. Müssten hier noch irgendwo Bücher sein? Nee, hier sind blaue Bücher drin, die haben wir ja schon bekommen. Hier ist noch ein gelbes, also so ein dunkel. So ein goldenes eher. Das haben wir auch schon gesehen, das ist hier weiter oben. Ui, das gehört hier mit rein. Band 5. Und da kriegen wir auch das grüne her. Also wer hier geordnet hat, ne, also muss Sora der Bibliothekar erstmal alles wieder richten. Unerhört. So, der Band 3. Dann geht das hier auf. Zack, und dann gleich ein lilanes Buch. Ja, es ist jetzt hier nur so ein Hin- und Hergerenne. Man merkt es gerade. Aber, oh, hier ist noch das andere Buch. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Zack, so, da haben wir jetzt den Ausgang geschaffen. Und hier nochmal das letzte Buch. Und haben hier einen Schalter. Den drücken wir natürlich. Fupp. Und jetzt wurde die Tür entriegelt, das heißt, wir haben jetzt jedes Mal eine Abkürzung. Wir können jetzt hier mal in die Wandelhalle. Da machen wir das später. Erstmal haben wir einen anderen Gang geöffnet hier. Den wir zuvor rein wollen. Hier im Liftschacht. Wollen wir hier eigentlich schon rein? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich gehe doch erstmal kurz zur Wandelhalle. So. Hier haben wir Kerzen. Ich glaube, die müssten wir halt alle mit Feuer anzünden. Die natürlich auch. Irgendwer von denen läuft hier so. Was war das hier nochmal? Zertrümmerung. Zertrümmern stehen an meiner Seite. Also. Was war denn das da? Genau, das ist das eine Stück, was ich meinte. Das sind halt so eine kleine Rätsel, die man halt noch lösen muss. Und hier auch. Was mit dem Löwenkopf auf sich hat, weiß ich nicht.
gravieren. Genau, das machen wir auch gleich noch. Hier haben wir genug Magie dafür. So. Und so. Der will hier zur Seite geschoben werden, das weiß ich zufällig. Oder was sagt er? Ein Platz, der meiner gebührt. Ja, okay, dann war das auf der Seite. Du willst geschoben werden, das weiß ich. Zack. Sag ich, frag, was passiert denn? Warum bist du so weit? Ich habe einfach Hollow Bastion jetzt gemacht, weil wir soweit alle Welpen eingesammelt haben. Den Rest kriegen wir mit in dieser Welt. Beziehungsweise in... durch weiße Trio-Tests. Die weißen Trio-Tests haben wir jetzt aber auch alle erfüllt. Beziehungsweise haben wir weiße Trio-Tests haben wir jetzt auch bekommen. Das heißt, wir machen demnächst weiter. So, da ist noch ein Teil drin. Und jetzt das mit Blitz, das Symbol. Aber jetzt hier das letzte. Das Ding. So. Wo man das nicht braucht. So, ein Emblemsplitter. Eine Statue fehlt doch aber noch, glaube ich, oder? Also, ich weiß, haben wir jetzt nur drei Emblemsplitter. Ja, das sind die anderen zwei. Eins, zwei. Dann können wir holen hier. Eins. Zwei. Dann haben wir insgesamt drei. Fupp. 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 Eins fehlt noch. Da muss ich jetzt echt überlegen, war das ein Liftschacht da vielleicht? Ah ne, da ist eine Truhe erschienen. Habe ich ja vorher gar nicht gesehen. Ja, und da ist der Emblemsplitter auch drin, okay. So, den können wir hier glaube ich auch einsetzen. Ich glaube, wir müssen da noch hier nicht rein, oder? Ich will da nicht rein. Now. Na, schauen wir mal. Why? It was mine. Know this. The heart that is strong and true shall win the Keyblade. What? You're saying my heart's weaker than his? For that instant it was. However, you can become stronger. You showed no fear in stepping through the door to darkness. It held no terror for you. Plunge deeper into the darkness, and your heart will grow even stronger. What should I do? It's really quite simple. Open yourself to the darkness. That is all. Let your heart, your being, become darkness itself. So. Wie man sieht, wir müssen hier auch noch, brauchen wir gar nicht rein in den Liftschacht. Und jetzt sind hier Gegner. Ich sehe genauso wenig wie ihr gerade. Bam, 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 bam. Zack. Och Mann.
Fahren wir mal ein paar. Wow, Sora rutscht runter, hauen wir erstmal ein paar Gegner um. Nein. Nerviges Vieh. Ah, ich bin raus. Tschüss, ich bin weg. So. Na, hier müssen wir jetzt kämpfen kurz. Obwohl. Ich habe eine andere Idee. So, weil ich würde sagen, dass jetzt auch schon wieder spät ist, 21 Uhr gleich. Beende ich jetzt den Stream? Wir können ja gucken, ob wir morgen 17 Uhr wieder machen. Oder dann erst Mittwoch, je nachdem. Werde ich dann entscheiden. Ihr seht das ja immer noch frühzeitig, ne, wenn der Stream weitergeht und so. Und ja, würde ich sagen, mal schauen, was noch hier in Hallo Best schon auf uns wartet. Wie gesagt, wir haben hier immer noch einiges zu tun. Die Handlung ist noch nicht abgeschlossen. Ansims Bericht haben wir 1379, da finden uns auch noch einige. Ja, Charakter ruht hier bei den 101 Dalmatinern. Die von Halloween Town, die von Nimmerland können wir uns demnächst noch holen. Und in Hallo Best, wie man sieht, hier sind die übrigen drei. Das heißt, bei den Dalmatinern ist es eigentlich, ja, fast geregelt, sage ich mal so. Die haben wir fast alle durch. Die Triotes müssen wir nochmal gucken. Wir haben alle roten, wie ich sehe. Ein gelbes fehlt uns noch. Alle weißen fehlen uns, ist klar. Grün fehlt uns auch noch eins. Aber Blau fehlen uns noch drei Stück. Da muss ich nochmal nachgucken, wo die waren. Bauen wir natürlich auch. Und hier natürlich Rekorde. Ne, zack, haben wir. Tiggerblock, das, das, das. So. Das müssen wir noch erfüllen. Hier bei den Charakteren ist ein bisschen blöd, dass hier alles steht, ne? Wenn alle hier alle durchklicken muss oder was. Naja, mache ich dann nochmal offscreen. Damit da alles nicht mehr so neu, die ganze Zeit neu steht. Ja gut. Dann würde ich meinen, das war's dann mit dem Stream für heute. Morgen oder übermorgen geht's dann weiter hier bei Kingdom Hearts. Und haben wir es auch schon bald geschafft. Aber ich denke mal, es dauert noch eine Weile, weil wir werden noch viel, viel machen. Wir müssen immer noch die Mogwai-Schmiede komplett ausnutzen. Wir müssen noch die jetzt, wo wir in Hallo Best schon sind, beziehungsweise müssen noch was Bestimmtes in Hallo Best schon machen, um die bestimmten Secret-Bosse freizuschalten. Das machen wir dann aber alles noch. Und ja, mal schauen, wie weit wir dann noch kommen, ne? Also dann bis zum nächsten Mal hier beim Kingdom Hearts Livestream. Tüdelü.